Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge PUBG. Zusammen mit Franzi machen wir die Map unsicher und sie heißt... Erangel. Richtig. Ich wusste nicht, dass ich das sagen muss. Nee, das weiß man auch nicht vorher. Das ist alles, weißt du? Hä? Ach so. Spontane Sachen. Ja. Okay. Hier sind noch andere Leute. Nicht mehr lange. Ah, noch zwei, ja. Lüdeln wir? Warum ist hier ein Zaun? Seit wann ist der hier? Wo war der? Kommt der denn her? Lol. So ein Maschendrahtzaun, weißt du? Supermarkt-Simulator ist super. Oh, soll ich das mal spielen? Oh. Oh, wir wollten ja auch noch Dönerquatsch machen. Ja. Das könnten wir eigentlich gleich machen. Oder ich hab's jetzt, nicht installiert. Nee, ist auch ein bisschen doof jetzt. Naja, dein Download ist sehr schnell. Ja, ich weiß nicht, wie das mit dem Stream dann ist gleichzeitig. Naja, wenn der sehr schnell ist, können wir ja zwischendurch auch ein bisschen quatschen. Aber es ist heute, da, ich kann nicht so lange mehr, glaube ich. Auch wenn es nicht so doll ist. Das war ein bisschen zu enthusiastisch gerade von mir. Machen wir am Dönerstag. Nee, wir dürfen das nicht mehr festmachen an einem Tag, weil sonst spielen wir es nie. Okay. Weißt du, dieses Jahr, wir machen wir dann und dann klappt das deswegen wieder nicht und deswegen wieder nicht. Mhm. Gab ein Easter-Update, oh Gott, oh Gott. Mit einem Eierdöner oder was? Mit einem Eierdöner. Und dann muss ich wieder an diesen schrecklichen Döner von gestern denken. Aber der Ayran war gut. Oh, war das scheiße. Wir könnten heute den Burger holen. Oh. Hast du Bock? Ja. Lass doch machen. Ja, Mann. Ich will nicht mal abends auf die Couch fallen und Quatsch gucken und dann mich voll fressen mit Süßigkeiten und dann schlafen und dann und so. Ich will mir lieber viel zu kalorienvolle Burger reinhauen aus Kreuzberg. Geil. Da haben wir schon mal einen Plan. Geil. Aber wie lange hat denn der auf? Naja, es ist so ein Burgerladen. Der wird ja wohl mindestens bis... Ja, müssen wir nachgucken, ne? Wir haben auch Feiertag, ne? Es ist ein türkischer Laden. Ja, aber trotzdem. Also ich glaube, in Neukölln lassen sich die Leute nicht wirklich viel sagen, was so Feiertage angeht. Auch nicht, nee, nicht Brigges. Der heißt, ich muss auch noch rausfinden, wie der heißt. Ja. Die machen so Käsesoße in den Karton und dann halbieren sie den Burger und legen den mit den offenen Burgerstellen in die Käsesoße rein, Leute. Geil. Der heißt irgendwie Poppies oder so. Vorsicht, ne? Die sind hier. Ich bin vorsichtig. Achtfach willst du ja nicht, ne? Vorsicht, Frau. Nö. Wir sind sechsfach? Oh ja. Keine Viva. Das ist nicht gut. Wie viele Rauchgranaten hast du? Ich habe gerade nur eine mitgenommen. Jetzt habe ich zwei. Hast du die 7 eingenommen? Ja, brauchst du welche? Ah, hier liegt das. Ich meine nicht Goldies, nein. Kirche? Mhm. Hier rechts jetzt so. Drin aber? Ja, unten. Und der andere ist weiter rechts. Hinten rausgesprungen, der andere.
Schon eine Mauer da hinten. Eventuell gehen die jetzt hier rein ins Weiße Haus. Ja, da ist er reingegangen. Die Tür ging gerade zu. C4. Hast du das? Oh nein, ich bin down. Langsam, Franzi. Kannst du mehrere verschiedene Smoke? Ah. Poppy Burger in Köln kann sehr gut sein, dass es der ist. Einer Knock. Schön. Na, der ist hinten an der Mauer. Hat aber Hits. Stark. Franziska. Gesundheit. Könnt ihr mal, ey, wenn ihr eh gerade guckt, mal gucken, wie lange der offen hat? Cyrades, danke für die 6 Monate Resub. Und Ostermontag. Dankeschön, Chat, dankeschön. Ostermontag wünsche ich dir und dem Chat. Dankeschön, dankeschön. Oh. Ich hätte so gerne eine Weber. Da. Ich hätte so gern 100.000 Euro. Ah, da. Hallo, Fuddel. Du kannst gerne mit reinkommen. Hatte Brodo jetzt was gesagt? So. Nee. 4 Uhr? Die haben jetzt 4 Uhr nachts offen, oder was? Ja, dann. Sechsfach hattest du, ja, hattest du schon. Ja. Brauchst du ein AR-Kompi? Nein. Nö, 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 nö. Ich habe nur 2 First Aids. Das ist ja Aids. Ich habe 3 First Aids. Bruder sagt, er möchte chillen. Okay, cool. Danke nochmal. Chillen. Chili McMillie. Oh, ich lese gerade, ich habe 2,5 Stunden auf Pizza gewartet, die Bestellung ist leider gegangen. Franzi hat letztens hier Frühstück bestellt mit Kaffee. Oh, oh Gott. Und ich sitze hier im Nebenzimmer, als sie aufmacht und ich wundere mich, dass... Ich glaube, Franzi, du hast, glaube ich, Hallo gesagt, aber sonst, ich habe nichts gehört. Ja. Dann quasi nur die Übergabe wahrscheinlich dann. Und dann kommt Franzi rein und sagt, oh, der komplette Kaffee ist leer. Und dann haben wir irgendwann sind wir rausgegangen und haben gesehen, der Typ hat einfach das komplette Treppenhaus vollgeschüttet mit Kaffee. Und hat auch nicht irgendwie gesagt, sorry oder so. Die ganze Tüte oder war auch nass. Nicht beim Gehen auch nicht gedacht, okay, höre ich vielleicht auf, genauso weiter zu gehen. Damit nicht alles komplett voller Kaffee läuft. Nee, das war dem Scheiß. Der hat keinen Fick gegeben. Die komplette der Tüte war auch nass. Die Kartons, wo die Bagels drin waren, war komplett aufgeweicht. Der eine Bagel hat unten komplett Kaffee überall gehabt. What the fuck? Ja. Was ist mit Leuten los? Also ich meine, bei manchen Sachen bin ich auch so. Im echten Leben. Also ähnlich zumindest. Ja. Aber ich meine... Und das war schon hat. Person auch noch diesen Sack übergeben muss. Das ist also anstatt, also ich meine, das ist ja nicht schlimm. Also wenn es passiert, dann passiert so. Wenn der, ja, kann er auch halt genau. Während des Fahrradfahrens oder ne, ich weiß nicht, wie der kam so, ne. Weil der das Unterteil vom Kaffeebecher war auch so, als, weiß ich nicht, als wäre halt unten irgendwie auch undicht gewesen. Wie gesagt, der komplette Becher, ich heb den aus diesem Trageding und er war leer. Es ist, als hätte ich einen leeren Becher bekommen. Und wie gesagt, die ganze Tüte war voll. Und wenn er einfach nur gesagt hätte, yo, sorry, also der Kaffee ist irgendwie, ne, dann okay. Und die wissen es ja auch eigentlich, man kriegt die ja super easy einfach erstattet. Ne? Du hattest ja sogar irgendwelche Bonuspunkte gekriegt. Ich habe das so. Ja super schnell, ich habe noch 2 Euro Bonus bekommen. Also es ging, ich habe, wie lange hat das gedauert? 5 Minuten oder so. Ich habe Fotos gemacht von den Sachen. Musst du noch nicht mal. Die glauben dir sofort.
Ja, da stand halt, senden Sie gerne Fotos dazu. Und ich fand, also ich, warum nicht? Also, ja, warum nicht? Warum nicht? Jetzt noch Fotos vom Treppenhaus eigentlich mit einem liefern rein. Oh, stimmt. Können. Hätte ich noch mehr Bonus gekriegt, vielleicht. Hallo Milchkapitän. Das war schlimm. Und jetzt muss ich euch noch was erzählen. Fischi fand das nicht so krass. Ich fand das mega krass. Und zwar, ich habe... Du musst es aber auch genauso erzählen wie mir. Ja, ihr werdet es nicht glauben. Du musst die Worte sagen, du wirst es mir nicht glauben. Ihr werdet es mir nicht glauben, Leute. Ihr werdet es mir wirklich nicht glauben. Passt auf, was für ein Miracle passiert ist. Ey, ihr werdet es nicht glauben, wirklich. Das war krass. Und zwar, ich habe... so Einkaufssachen bestellt hier so, ne? Also, die man so im Supermarkt kriegt halt, ne? Und hab dann, ich glaube, bei einem Edeka und bei Flink bestellt, weil das Problem war, dass ich halt ein paar Sachen haben wollte und der eine Laden hatte das nicht, der andere das nicht so. Und ich so, ja, okay, pass auf, dann mache ich das jetzt so. Die Sachen bestelle ich jetzt alle bei dem Edeka und die Sachen bestelle ich jetzt bei diesem Flink. Und dann habe ich bei beiden bestellt und bei dem einen Stand, das dauert irgendwie 40 Minuten und beim anderen Stand halt so 30 Minuten oder so. Also die haben sich so um 10 Minuten oder so. 10 Minuten Unterschied. Ja, Unterschied. So, und dann chill ich halt so, ne, und warte auf die Bestellung und irgendwann klingelt's. Und ich habe halt dann so einen Bildschirm, wo man sagt... Ihr werdet es nicht glauben, ihr was jetzt kommt. Jetzt, pass auf, ihr werdet es nicht glauben. Und dann auf dem Bildschirm von der Tür unten habe ich gesehen, dass zwei Leute vor der Tür stehen. Und dachte schon so, warum sind da zwei? Sind da jetzt beide Lieferanten? Und dann mache ich die Tür auf und dann waren das beide. Dann waren das einfach beide. Was? Die kamen einfach gleichzeitig. Hä? Aber wie cool obwohl ist denn das? 10 Minuten auseinander angesagt waren, Leute. Aber wie cool Leute. Ist das, dass die genau gleichzeitig, die hätten ja auch eine Minute versetzt kommen können. So, dass der eine oben aber ist und dann klingelt sie ja eine Minute versetzt gekommen, Franz. Ja, denkst du, die haben da aufeinander gewartet? Die wussten ja nichts voneinander. Ich habe die ja durch Zufall zusammengeführt. Stell mal vor, das wäre eine Frau und ein Mann gewesen. Das wäre die Story auf der Hochzeit geworden. Ja, wir hatten beide was? Eine Bestellung was im gleichen denn, Haus. Wie homophob bist du denn? Vielleicht haben die sich verliebt und sind schon längst verheiratet. Warum unterstellst du mir denn jetzt sowas? Hallo? Hey, aber das ist doch voll krass, oder? Das war ja nicht mal derselbe Laden oder so, oder dieselbe Kette. Das war Flink und Edeka. Das ist doch mega cool. Unglaublich. Also du solltest Lotto spielen, Franzi. Ja, hab ich mir an dem Tag auch gedacht, dass ich jetzt Lotto spielen sollte. Hä, hey, das war mega. Ich dachte halt so, oh, nicht, dass die gleich irgendwie so, der eine bringt mir das und dann klingelt schon der nächste oder so. Wir schießen. Ja. Der ist hier oben im Haus! Ist lock. Oh. Was, so macht man cool das. Wie cool war das denn? Die hatten einen Transmitter. So, da schießt noch mehr auf uns. Mhm. Von Süden. Hallo? Keiner. Ich mach mal den Balkon. Ja, ja. Wo sind die noch anderen Lappen? Oh, das war richtig geil von uns. Das war mega. Ich hab schon wieder keinen Platz, Alter. Oh, da kommt ein Job dahinter dem Hügel. Schon gelandet. Wie cool ist das denn, bitte? Wie cool ist das, bitte? Fährt ein Auto? Hast du den jetzt hier gelootet? Na, nicht viel, ein bisschen halt. Brauche ich noch was? Mein Rucksack ist irgendwie so leer, aber irgendwie so voll. Meiner ist voll, ich verstehe nicht warum. Also meiner, nee, das meine ich nicht. Ich meine nur, ich habe so wenig Items irgendwie, aber... Ja, ich auch. Das macht alles schon wieder keinen Sinn. Hier ist noch ein Schalia, ja?
Du hast viel zu wenig Rauchgranaten dabei, das spüre ich. Ich habe keinen Platz. Ich habe 3 Smokes. Auf dich zu beschweren jetzt. Kommst du mit? Nee. Warte Hansi. Kurz. Ja, warte kurz. Kommt. Ja. Hansi? Ja, warte bitte kurz. Hansi? Ich will die Granate mitnehmen. Hansi! Jetzt schrei mich doch nicht so an. Ich guck dich schon seit 6 Monaten. Du warst viel ruhiger mal. Miau. Sind die hier rechts über uns? Weiß ich nicht, ja, kann sein. Guckst du? Ah, au. Ja, ich guck jetzt. Au. Mich verletzt. Ah. Aua. Franzi, du darfst jetzt nicht verletzt sein. Ich bin verletzt. Brauchst du einen Gips? Ja. Aber bei mir ist nicht so schlimm. Also bei mir ist halt der Fuß. Wenn der 6 Monate Fischi-Zuschauer einmal Friendly Fire sieht, bekommt er einen Anfall. Ja. Sind hier Leute in den Häusern? Das wäre wichtig zu wissen. Swag, dankeschön für die, für den Sub. Nee, doch, für den verschenkten Sub. An Heul nicht rum, Noob. Dankeschön. Hallo Niki, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Oder links? Jo. Hätte schon mal. Wir haben jetzt. Jo. Sind die. Für das nächste. Da ist ein Drop. Mit dem kranken Fischi. Ist der schon gelootet? Ich sehe nichts. Gute Frage. Aber, die sind jetzt da links angehalten. Irgendwo, glaube ich. Ich glaube, wir sollten bei unserem Auto bleiben. Ja. Wir laufen zurück. Oh, Franzi! Der wurde gelootet. Oh, Mann. Ich wollte nur mal gucken. Mhm. Dann. Entschuldigung, Hände hoch, sie sind verhaftet. Achso, ich wollte nur mal gucken. Ja, aber das Museum hat geschlossen seit 4 Stunden. Naja, aber. Hä? Ich was ist das denn für ein dummer Vergleich? Also, jetzt macht das überhaupt gar keinen Sinn. Überhaupt gar kein dummer Vergleich. Museum. Ich wollte nur mal gucken, ist das überhaupt keine gute Ausrede, Franzi. Es ist keine Ausrede. Du vergleichst gerade das Gucken in einen Job mit dem Gucken in ein zues Museum. Was für ein Quatsch. Naja, weil in beiden Fällen ist, ich wollte nur mal gucken, halt kein. Keine logische Begründung. Natürlich. Für den einen Fall nicht, für den anderen schon halt. Okay. Naja, komm, dann gewinnen wir jetzt schnell die Runde. Ja. Hinter uns ist keiner mehr. Man guckt auch nur mit den Augen, nicht mit den Fingern. Oha. Das wird ein ganz ekelhaftes Finale. Ich muss leider mit der anderen Hand die Map aufmachen. So, also das heißt, wir wollen da hin. Können wir auch laufen eigentlich? Ja, lass laufen. Es sei denn, du musst pipi, dann geh auf Klo. Baumwolle, danke für die 3 Monate. Für das nächste Chicken Dinner mit dem kranken Fischi. Ja, vielleicht wird's ja jetzt was. Hä? Hallo Dizzy. Ja, ich brauch Pusti auf mein Fussi. Ja. Wie meinst du das? Was denn? Was hat denn das mit Pipi zu tun jetzt? Lass laufen. Oh, da vor uns am Baum. Da ungefähr.
Ja. Die haben ja schon Spaß da mit wem. Und lass dich übrigens nicht von Fuddel erschrecken. Oh, okay. Und jetzt nicht mehr so viel sprinten am besten. Nur wenn sie schießen. Ah, der ist low links. 245. Ja, das war der. 7 Sekunden. Scheiße. Ah, schaffst du, glaube ich, nicht mehr. Nee, nee, dann geh in die Zone, geh in die Zone. Nee, nee, dann das überleben wir nicht. Lauf, warte, lauf. Die ist langsam? Nein. Nee, die ist nicht langsam. Fuck, Franzi, ich muss los. Ja, ich weiß, I don't know. I know. GGG. Hey, da hinten noch! Der hat ein Self-Revive! Lol. Aber der müsste jetzt sterben. Du machst das. Ich muss ganz kurz mal. Eben, ich bin so verwirrt. Ich bin nervös. Tut mir sehr leid. Da rennt er. Oh Gott, schubs. Hast du das gehört? Oh Gott, sorry. Hallo, Buzzbeast. Oh. Oh, Franzi! Dann gib mir nicht die Schuld. Franzi! Du hast mich getötet. Oh nein! Als ob du da warst. Ich hatte fast die Runde geholt. Du warst. Der stand da. Sie rein! Du Schweinefrau! Jetzt sag mir nicht, du hast ihn nicht gehört. Der stand da rum. Absoluter Quatsch. Geh mal schnell aus dem Match raus. Ja, ist ja gut. Oh. Okay, tschüss YouTube. Tschüss YouTube. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.